nicht treffen. Haben sie doch. Es ja. dauert nur ein bisschen. Ja, klar. Das ist halt wie in der Realität. Du triffst halt nicht immer. Ja. Vor allem in der Wohnung vor der kurzen Distanz. Mit einer Shotgun. So, treffe ich den? Ganz toll. Jetzt darf ich Granatenwürfen üben. Ja, das sieht doch gut aus. Ah, so geht das, glaube ich. Oh, es raucht. Herr Realismus. Oh nein. Zurückseite Hacienda-Bewegung. Ja, realistisches Zerstörungsmodell, man erkennt es gleich. Klar. So, jetzt muss ich mich vorsichtig hier durch diese riesige Armee an Leuten kämpfen. Wenn ich nämlich nicht vorsichtig bin, erwischen die mich gleich. Weil ich spiele hier schließlich auch schwer. Das ist schon... Wie ist der denn gestorben neben dir? Ey, geht's dir gut, Jung? Oh Gott. Der Blick alleine. Der schleicht sich an! Der schleicht sich an, der ist clever. Was ist das denn? Der schleicht sich an, Mann! Was? Aber musst du aufpassen, die KI schleicht sich an und erledigt dich einfach so aus dem Hinterhalt. Oh, ohne dass du das mitbekommst. Der war wahrscheinlich selber geflasht, wie der eine Typ gestorben ist. Hier stehen Fässer in der Ecke, Sepp. Oh, hier wächst Gras durch die Wand. Klar. Ist doch normal, dass Gras... Wow, diese Licht... Wow, Lichteffekte! Da guckst du, da guckst du, wie du schaust. Vor allem ist es so realistisch, ich kann auch mich auf das MG stellen. Warum ist ein MG in der Wohnung? Ja, weil sie es da hingestellt haben. Der sitzt im Boden, sehr gut. Geil. Ich treffe ihn dann auch nicht mehr. Das ist bestimmt die Zensur. Jetzt so weit ab, nur alle steht Maschinengewehr in der Wohnung. Oh. Oh, der Feind überrascht mich, während ich nachladen muss. Hat der vor? Durchs Fenster krabbeln? Im Kopf durch die Wand. Boah, wie Granaten kann ich ihn da mitnehmen, du? Oh, der schießt erstmal mit. Kann der da schießen? Nein, schade. Ich muss mal raus. Wo geht's denn hier raus? Ah, da geht's raus. Mein Gott, ey. Sperrfeuer legen. Ich habe den Truck in die Luft. Muss ich erstmal wieder einen Sprengsatz anbringen? Einen von denen, die ich vorhin gefunden habe. Ja. Die ich nachher noch in die Vergangenheit schicken muss. Oh, ich war wohl zu nah dran. Boah. Naja, gut. Passiert, ne, dass man manchmal zu nah dran ist und dann wird man schon mal von der Explosion erwischt, ne? Hey, da liegt doch noch eine Schuft drin. Dachte, die kann ich nicht. Wieder noch weniger Schuss als meine. Ja. Schön, dass ich den Schuss in der Schrotflinte nicht mitnehmen kann. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Soll die Schuss doch rausnehmen. Das geht nicht. Die sind da festgelöhnt. Der Turm, übernehmen Sie das Turmgeschütz. Oh. Während dieses Ding da vorne steht, du spinnst doch. Ich komm. Oh, jetzt komme ich hoch. Gut. Welches denn? Das hier bestimmt. Oh. Sturmgeschütz, ja. Ich bin tot. Ja, der Chiba wird auf mich geschossen, während ich hier noch irgendwie... Ignorieren wir einfach mal, weil... Das ist viel lustiger als Forsaken noch. Ja, wie ist die mich schon halber killt, bis ich oben bin, ne? Ja, hallo! Was zur Hölle? Schon wieder... Super, wie ich halt Energie verliere ohne Ende, bis ich überhaupt da oben bin. Ne, ich lade lieber da oben. Na, Distanz treffen sie dich nicht. Aber auf Ferndistanz. Das ist dieser scheiß Jeep, damit treffen sie dich irgendwie, ist total toll. Oh, diese Kackleiter, ne? Drücken Sie die Aktionstaste, um die M136. Komm, schieß nochmal. Passiert, wenn man auf den Helikopter schießt. Oh, wie der Typ geflogen. Nochmal, danach zählt die Physik ja nicht mehr so. Kann ich noch irgendwas in die Luft jagen? Weiter nach links komme ich nicht mehr. Das Auto. Ja, nach links, weiter links komme ich nicht mehr. Ach, so ein Scheiß. Das Tor, vielleicht dieses Holz. Helikopter, wo ist denn der hin? Ja, der gehört aber bei mir irgendwie, glaube ich. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ich könnte wahrscheinlich speichern. Der ist auf den Himmel fallen. Ist wahrscheinlich schon abgeschossen worden. Oh, Flaschenbier. Ah, kannst du ein bisschen saufen jetzt. Nee. Das ist, glaube ich, auch. Das haben die Entwickler, glaube ich, auch gemacht. Ja. Aber ordentlich.
Und das war nicht nur Bier, was die da getrunken haben. So, ist da hinten noch irgendwas Spannendes? Fässer. So immer in die Luft jagen. Diego, ja. Toyota Turbo. Pff, Toyota. Keine Marke. Ja. Man merkt gleich, ne? Hier sind Drogenbarone, die Drogen lagern und so, ne? Ja. Hast du das eben gesehen? Wie er einfach so durchs Tor gefahren ist. Ja klar. Vor allem mit der langsamen Geschwindigkeit. Was? Nein, ich wollte doch da hinten reingucken. Wir haben versagt. Oh, verdammt. Och, jetzt muss ich mich... Jetzt kommt Mission 3. Sie haben versagt, deswegen müssen sie jetzt Mission 3 spielen. Ja. Ich glaube, das steht bei jeder Gott, gewonnenen Mission. Ich kam um 12 Uhr vor dem Tor zum feindlichen Lager an. Die Rettungstruppe war bereits dort und es fehlten Männer. Der Plan war, dass sie das Tor besetzen und den Weg freihalten würden. Ich würde das Lager stürmen, die Geiseln finden und sie mit zurückbringen. Lebend. Oh Gott, das klingt schon so schwierig. Was macht mein Rechner denn jetzt? Was lädt denn so lang? Ziemlich anspruchsvoll, da muss man wegen länger laden. Er muss diese aufwendige KI und Grafik laden. Ist doch klar. Also los geht's. Komm auf! Bei mir dauert es wieder ein paar Sekunden. Weil das Standbild dann erstmal auf volle Qualität wieder hochgeschaltet hat. Weil ich jetzt erstmal checken muss, dass wieder runtergehen muss. Ach scheiße! Okay. Super, jetzt darf ich die nicht töten, das ist neu. Abwechslungsreich, dieses Spiel. Das stand da vorher noch nicht. Wieso ist das jetzt Mission 2? Weil ich einfach meinen eigenen umgebracht habe und die Mission dann gescheitert war. Ja, aber es war doch schon Mission 3 und ist noch nicht gespeichert. Ja, ich hatte noch nicht gespeichert. Das ist so, nach diesem kleinen Absturz geht's weiter. sehr gut. Ja, also mein Rechner ist so ein wenig alt und langsam, ne? Also da muss ich schon so einen aktuellen 3000 € Rechner kaufen, um das wirklich sicher spielen zu können. Ja. apropos sicher spielen, was ich jetzt nochmal nachgucken wollte. Stand. So, eben hier, nachdem das Spiel nochmal abgestürzt ist. Ja. Irgendwie sehe ich bei Skype nicht mehr viel Bild. Was heißt das, ist nicht mehr viel Bild? Ich sehe dein Desktop. Och nö, komm. Ist es aktuell oder? Moment. Ich gehe erstmal von dem MG weg, vielleicht liegt es ja daran. Also, du siehst immer noch den Desktop? Ja. Ich glaube, Skype hat's ab. So, jetzt aber. Hoffe ich. Ah. Komm ich doch wieder runter? Hallo? Hallo? Okay. Jetzt okay. Also, das siehst du da alles? Ja, jetzt ist alles wieder da. Nachdem das Spiel irgendwie geschafft hat, Skype kaputt zu machen. Ja, das ist halt echt. Tolles Spiel. Mir gefällt auch diese Rückwand hier. Also diese Betonmauer, die vor der Wand steht. Okay. Ich muss mal austesten. Kann ich damit ganz viele... Ach, schön. Sieht so aufwendig grafisch auf. Achtung, Achtung, das Tor gleich wieder. Also dieser runde Reifen, das muss man auch sagen. Ne? Man merkt definitiv, dass das Spiel von 2006 schon ist. Ja. Hier haben wir noch einen Garten. Warum auch immer. Also ohne Scheiß. Was mit 1 sind die Reifen runter. Ja, die Mission ist übrigens fehlgeschlagen. Deswegen muss ich jetzt schon wieder Mission 3 spielen. Ach so, das ist ja. Ich glaube, da hat der Google-Übersetzer nicht richtig gearbeitet. Sie haben versagt, wir müssen jetzt Mission 3 spielen. Ja. Ich weiß, dass es 16 Missionen hat, das Spiel. Oh nee, echt? Also es könnte noch ein paar Monate dauern, bis wir weit... So, jetzt speichere ich aber vorher. Auf jeden Fall. Und die darf ich nicht erschießen. Also wir gehen ganz vorsichtig. Legen so viele feine Soldaten wie möglich. Yeah. Also alle.
Es wird ziemlich heftig, weil es sind wahrscheinlich sehr viele Soldaten und ich bin alleine und kaum bewaffnet und kaum bewaffnet. Ja, ich habe nur ein Messer, eine Pistole und das Scharfschützengewehr, sonst habe ich nichts mehr. Na, Reste Waffen, reicht den habe ich in der Vergangenheit abgelegt. Scharfschützenstandard, recht. Vielleicht ja schon fast an der Schrotente. Leg mich mal hin. Feuer frei. Ah, jetzt hat er mich bemerkt. Wie sie halt alle zwei Schüsse. Ist halt einfach besser, wäre, wenn ich mit einem Schuss den Typen wegsnipern würde, als das Fass, weil er das Fass zwei Schüsse braucht. Warum auch immer. Man merkt schon, ich habe hier, muss hier taktisch sehr vorsichtig vorgehen. Damit dieser Mann, der sein unsichtbares. Das gibt Geld! Ja. Trifft der in die Sandsäcke oder? Nein, der schießt vor mich irgendwie. Weil ich lieg, weißt du, das ist wie bei CNC. So. Ey, das ist genau, das ist CNC, deswegen treffen die mich so schlecht. Das Team ist unter Beschuss. Befreien Sie den hab ich doch befreit, was? Welches Team? Ah, ich habe was richtig gemacht. Okay, oh, das ist jetzt wieder. Hier kommt unser Truck. Ja, man merkt schon, die KI ausweichen in Perfektion. In anderen Spielen so. So, jetzt weiß ich nicht mehr, welche meine sind und der schießt auf mich, also. Einfach alle. Nee, sonst fliege ich mir wieder. Das ist auch nicht sauber, die Fliegen dürfen nicht beschossen werden. Achso, die darfst du diesmal nicht. Nee, die dürfen auch nicht beschossen werden. Oh. Also die zwei, so wie ich das sehe. Was ist überhaupt aus den anderen Worten? Das waren doch vier irgendwie, oder? Das will ich jetzt mal wissen. Ich abgehauen. Ich habe hier so volles Buttermesser. So ähnlich sieht das Messer im Wohnheim immer aus, dass man frühest mitnehmen kann oder abends. Wahrscheinlich genauso gut schneidet es. So, wo sind der Rest von denen? Weg. Ach nein, die stehen noch da rum. Oder einer steht zumindest noch herum. So ein voller entschlossener Gesichtsausdruck. Oh. Übel. Oh, seit wann habe ich die Waffe denn? Ach, die habe ich eben eingesammelt. Richtig, das könnte sein. Hey, ich laufe sogar langsamer, wenn ich zoome, oder? Irgendwo schießen sie. Ich würde. Nicht so wichtig. Die bleiben sogar die Einschusslöcher. Ich bin beeindruckt von dieser grafischen Höchstleistung. Was liegt denn da noch rum? Ach, eine Pumpgun. Pumpgun. Und Munition für die Pumpgun. Da kommt einer raus, aber ich bin zu fett, um da reinzukommen. Genau das. Ja, lass mich da hoch. Ich will da mal hoch. Kann es nicht benutzen, toll. Warum das denn nicht? Keine Ahnung, ich kann es nicht benutzen. Ich kann eh drücken, aber es passiert nichts. So, tschüss. Ja, gut, dass ich auch schwer spiele. Oh, oh, eine Zielübung. Moment, Moment. Ha, voll die Schwarze. Ach, schade. Ist nicht Postal 2, da könnte ich das jetzt mitnehmen. Ja. So, hier sind Kisten. Ich liebe ja solche nicht sinnfreien Gebäude. Oh ja, Postal 2. Das müsste man auch mal jetzt planen. Ich glaube, das ist vielleicht nicht so. Achso, das ist für die Flagge. Kann ich nicht. Nee, kann ich nicht benutzen. Weiß nicht, ob das in Deutschland so eine gute Idee ist. Ist egal. Painkiller, ne? Kannst so. Du auch Hakenkreuz hochladen. Das ist. Dieses Video wurde in ihrem Land leider gesperrt. Oh. Der Witz ist ja, die sperren das ja nicht mal. Feldversorgung? Ah, ist auf dem Tisch festgeknackt.
Oh, das war einer von meinen. Oh, das war der andere, die ich... Das waren die zwei, die ich nicht beschießen durfte. Ja, wie dumm. Ich speichere jetzt mal lieber nicht. Nicht, dass ich die später noch brauche. Ja, mache ich mir ein wenig im Zug Sorgen. Was? Wieso? Oh. Wegen den Weiben. Das ist schon eher ein Problem bei YouTube. Ach, überhaupt nicht. Es sind halt Amerikaner, die stehen ja auf Männer. Das sind keine explosiven Fässer, die sind einfach nur rot. Toll. Da lade ich mal so ein Pornospiel hoch. Die haben auch immer so eine tolle Qualität, die sind. Schnauze. Schießt noch irgendwo einer auf mich. Ach Gott, das ist so schwierig. Also langsam macht mir diese riesige Meute an Feinden echt zu schaffen. Ich kann sie kaum noch töten. Oh, sie sind alle tot. Gibt's eigentlich irgendwann auch mal andere Waffen? Ich kann ja die AK nachher mal mitnehmen. Hey, ich bin auf dem Scheißhaus. Hey, guck mal, da liegt der zweite Teil drin. Es gibt davon ja noch mehr Teile. Teil 2 und 3, also mit Nummerierung dann, gibt's auch noch. Echt krass, dass das Spiel so übel scheiße. Ach, das ist doch nicht scheiße, was einfach kein... Ich nehme mal die AK mit. Die ich selber jetzt so nutze wie die M16. Das ältere Payback, das war besser. Kann hier... Ja, der hat eine Granate eben geschmissen, oder? Ja. Kann ich irgendwie... Moment, muss mal kurz gucken. Controls, Also Payback fand ich sogar ganz nett. Aber das Spiel ist ja echt... Nein, das hat scheinbar nur einen Schuss. Nach Left, ne? Nach Left. Ja, die Textgrafikqualität hat er nicht zurücksetzt. Gut. Dann spiele ich es nicht. Nee, hat er nicht. Das Spiel ist so hässlich. Hinter ihn, in der Waffenkammer. Ja, kann ich natürlich nicht mitnehmen. Warum auch? So, ich kann hier andere M16 mitnehmen. Oh, ich kann ja eine halb... Ah, ich muss die Waffe wechseln, um von Halbautomatik auf Automatik zu kommen, oder wie? Oh, modernste Technik wird hier eingesetzt. Ja. So aus den 80ern, also Spiel des Spiel. Den Mülleimer sollte man mal ausleeren. Karte. Kann ich lesen, ne? Stimmen die Karten überhaupt? Ich glaube nicht. Ja, sie verteidigen um jeden Preis ihre Waffenkammer. Keine Zeit dafür, wir knacken die Nuss jetzt besser. Mhm. M16 gibt's, halbautomatisch und Vollautomatik und AK. Okay. Reicht doch an Waffen, so. Da ist noch einer. Sprengsätze. Okay, eine Sprengung gefunden, trotzdem besser weiter. Das waren zwei, ihr Idioten! Okay, eine Sprengladung gefunden. Gigantisch, wie schnell sich die Granaten aufsammeln kann. Habe ich so viele jetzt überhaupt? Naja, ich habe bloß irgendwie 10, das kann gar nicht sein. Ich hatte doch vorhin schon welche. Ich speichere mal wieder. Der hat die Granaten so schnell mitgenommen, als hätte er Feuer einstellen oder so. Wrupp! Was zur Hölle? 3 Schuss aus nächster Nähe, also Schrotflinte. Mit einer Shotgun, ja. Er ist Linkshänder und holt sich gleich einen runter. Boah. Oh, da sind noch welche drin. Da benutzt sie jetzt mal meine Granaten. Der hat gleich einen Daumen hoch gemacht, dass er gestorben ist. Die Reichweite da hinten explodiert und da verreckt er mit. Aber ich stehe direkt daneben so einer Sprengladung und mir passiert nichts. Ja. So, ich lege mich jetzt erstmal runter schlafen. Ich kann nicht zufällig unter die Betten kriechen, oder? Nö. Schade. Jetzt kann ich wieder aufstehen. So, gut. Ja, also man sieht schon sehr anspruchsvoll dieses Spiel, auch was die Hardware betrifft. Und ist da noch einer? Nö. Was muss ich jetzt überhaupt tun? Freien Sie die Gefangenen? Ach, auch noch. Oh. Schrotflinte übrigens.
Ja. Oh, wenn ich direkt davor stehe, dann tut's richtig weh. Also sobald ich einen halben Meter weiter weg bin, nicht mehr. Nein, von hinten kommt nichts mehr, gut. Ah, okay. Die Sounds von den Schüssen. Also solange ich weit genug weg bin, passiert mir gar nichts. Sehr gut. Ach Mist, ich komme nicht weit genug nach rechts. So. Ich platziere schon mal eine Sprengladung. Headshot. Ich habe sogar Zoom. So, hier ist schon wieder ein Scheißhaus. Passend zum Spiel. Eine scheiß gute Qualität. Hä? Ach, da drin. Ja, da muss man sehr. Dem ist auch irgendwie langweilig. Das jetzt einfach mal. Oh, das Tor blockt mich. Missionsziel aktualisiert. Ich muss immer noch die Gefangenen befreien. Ja. Hä? Wie ist es bei solchen Deadbob zu Gefangenen gekommen? Ach du Scheiße, was ist das? Okay. Das muss ich mir jetzt angucken. Der verlegt gerade eine Stromleitung. Geil, ist das denn bitte mal? So, da noch runter und da unten kommt die Steckdose hin. Ja, der macht noch weiter. Das ist geil. Was soll das? Nicht schießen. Lass ihn mal machen. Was macht der jetzt noch? Oh mein Gott! Geil. Oh Mann, ey. Oh. Jetzt hat er aufgehört. Ja, jetzt ist er fertig mit Stromkabel verlegen und alles. Oh, aber das kann nicht der Ernst sein. Wie bekommt man sowas hin? Ich meine, wie geht denn das? Oh. Oh Mann. Vor allem die Healthpacks heilen auch so gut wie überhaupt nichts, ne? Nee. Nur irgendwie die halben Balken und alles. Bin ich da nicht vorhin reingelaufen? Hä? So. Fußzeh weggeschossen, verblutet er. Halbe Bein zerschossen. Lass da drauf. Dann geht das wieder. Boah, mir geht langsam die Munition mit den anderen Waffen aus, deswegen muss ich mal Pistole wechseln. Okay, wieder neue Munition, weiter geht's. Irgendwas explodiert hier. Oh man, kann ich damit schießen? Nein. Ach, schade. Das hätte das Spiel nochmal deutlich aufgewertet. Es ist so schwierig und anspruchsvoll. Das Spiel ist so abwechslungsreich. Ja, aber dieser taktische Anspruch, das ist übel. Echt übel. Achtung, Sprengsatz, Gebiet räumen. Ja. Sprengstoff. Vereinzelte Gefangene. Ich wechsle mal wieder die Waffe, damit es nicht so eintönig wird. Der mit einem Schuss. Das ist halt Zielgenauigkeit.